So, damit begrüße ich euch ganz herzlich zum ersten Video von dem Showcase meiner Rhein-Ruhr-Map. Wer es in den anderen Videos schon mitbekommen hat oder im Livestream, ich möchte jetzt ab sofort einmal die Woche, wenn möglich, samstags oder sonntags, je nachdem, wie die Zeit reicht, möchte ich euch ein kleines Update-Video geben über meine Rhein-Ruhr-Map. Wie weit sind wir? Was wurde in der einen Woche gemacht? Was ist noch zu machen? Warum dauert es so lange? Und die Veröffentlichung. Ja, wie wir hier sehen, sind wir in Essen Hauptbahnhof. Wer den Livestream verfolgt, wird das meiste schon kennen, was ich jetzt hier in dem Video zeige. Aber für die ganzen Leute, die den Livestream nicht mitbekommen und da ja ich die Livestreams nicht mehr auf YouTube zeigen kann, wegen den Song Requests, habe ich mir überlegt, mach's einfach mal jede Woche so ein Video und dann bekommen auch die Leute mit, die nicht Zeit hatten zum Livestream, dass sie da auch ein kleines Update bekommen. Ja, ich schalte mal hier kurz die Symbole für die Bahnhöfe ein, denn wenn ich kurz hier rauszoome, man sieht schon, dass ja einige Bahnhöfe platziert worden sind und ich habe mich jetzt hauptsächlich erstmal noch auf den Streckenbau konzentriert, was dann übergehen wird zu den Städtenbauen, also auch hier sozusagen, wo die Bahnhöfe halt jetzt noch mitten im Nichts sind. Da werde ich dann außenrum sozusagen die Stadt dann erweitern, dass ich so wenig KI habe wie möglich, denn das verursacht Lecks und das kann ich jetzt auf der Map nicht gebrauchen. Ja. So, wir fangen mal unten an. Wir fangen mal bei Düsseldorf an. Düsseldorf konnte ich noch nicht bauen, denn wenn ihr auch wisst, ich möchte die komplett richtigen Gleis-Overlays haben von den Bahnhöfen und falls ihr euch denkt, ja, der Düsseldorfer wurde doch schon veröffentlicht, ja, aber nicht mit dem richtigen Gleis-Overlay. Da warte ich noch auf Tom, bis der das für mich macht und dann können wir auch zu Düsseldorf übergehen. Aber wir haben schon, oder ich habe schon Düsseldorf-Rad gebaut, ich habe hier eine Sonderkonstruktion gemacht für den Düsseldorfer Flughafen. Und zwar haben wir die eine Hälfte unterirdisch, die andere Hälfte oberirdisch. Und das wurde halt so gelöst, dass ich halt hier einmal die Underground Station benutzt habe von Enzeuz, wo ich halt diesen nicht anschließen kann. Das ist jetzt für mich eher unwichtig. Und ja, klar, dieses angeschlossen. Und kurz für die Überlegungen, also hier halten ja Regio, S-Bahn und Fernzüge halten ja auch hier. Und die Idee dahinter ist einfach, wenn ich hier einen kompletten oberirdischen Bahnhof hinbaue, dass da auch ein langer ICE reinpasst, weil dort hält, glaube ich, auch eine ICE-Linie, dann passt es halt vom Verhältnis her nicht. Dann habe ich mir was überlegen müssen. Und dann kam ich auf diese Idee und es wird dann hoffentlich auch so gehen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel einen langen ICE habe, der jetzt die 320 Meter ausfüllt, dann lasse ich den bis zu dem hinteren Bahnhof fahren und dann sieht es ja aus, als ob der hier vorne noch drin stehen würde. So war mein Plan. Die S-Bahn kann ich dann entscheiden lassen, naja, lasse ich hier vorne halten, lasse ich da hinten halten, je nachdem, wie ich halt möchte. So war jetzt mein Gedanke dahinter. Hier kann ich noch nicht weiterbauen, weil hier brauche ich eine Sonderkonstruktion und zwar mit einem breiteren Bahnsteig. Da bin ich mal noch gespannt, was da auf mich zukommt. Hier ist dann die Strecke, einmal hier die Strecke für die Ferngleise, einmal die für die S-Bahn und Regionalbahn. Gehen wir hier über Angermuth, dann müsste das Großbaum sein, Buchholz und hier irgendwas mit Schlenk, genau. Kommen wir zu Duisburg. Dazu muss ich sagen, Duisburg wurde noch umgebaut. Und zwar gefällt mir das nicht. Duisburg hat nicht so eine Halle. Duisburg ist gekrümmt. Und des Weiteren. Also, da würde ich auf jeden Fall nochmal umbauen müssen. Und zudem stimmt das Gleis-Overlay nicht. Da habe ich aber mittlerweile mehr Möglichkeiten, weil mehr Mods draußen sind. Deshalb wird das noch ein bisschen umgebaut. Hier haben wir das Gleisvorfeld von Duisburg, das werde ich sicherlich auch nochmal umbauen, denn jetzt mit der neuen Funktion mit Doppelkreuzweichen ist es einiges
einfacher, das zu bauen. Und da werde ich mich auch nochmal dran hocken, wenn ich hier Duisburg mache, und werde es auch nochmal neu machen. Hier habe ich funktionierende Abstellgleise, was man darunter versteht. Ich habe einfach die Spitzkehren genommen und sage, wenn hier ein Zug endet, zum Beispiel ein Fernzug, ja, oder ich sage jetzt mal einfach ein ICE, der hier in Duisburg endet. Ich weiß nicht, ob in Duisburg überhaupt einer endet, aber gehen wir mal davon aus, und dann lasse ich den hier reinfahren und lasse den sozusagen dann hier drüben, wo dann die Gegenrichtung ist, wieder losfahren. So ein bisschen, dass halt Rangierfahrten und so noch mit dazukommen. Kann man gut lösen. Wir haben hier hinten auch die RB, lasst mich lügen, das müsste die RB 37 sein. Das war ein Wunsch von Ehrentomate, dass die unbedingt gemacht werden soll. Das ist Duisburg-Ruhrort, Duisburg nach Entenfang. Habe ich natürlich gemacht, weil sie gehört da auch hin. Wir haben schon ein paar Linien drauf, aber die sind hauptsächlich kleine. Also kleine, wie zum Beispiel von Duisburg auch hier hinten nach Moers und des Weiteren. Falls ihr euch wundert, was macht ein Krefeld hier, wer aus dem Gebiet kommt, das hier kommt komplett weg. Krefeld ist normalerweise hier. Und da habe ich mich jetzt dann doch entschlossen, das nicht zu bauen, genauso wie hier unten. Ich werde eine extra Map machen mit Köln. Köln wird komplett wegkommen hier. Leverkusen wird dann irgendwo hier nach unten verschwinden, damit ich halt, damit ich halt das Format richtig einhalten kann, weil von Düsseldorf nach Köln ist niemals so kurz. Da habe ich mich dann doch dazu entschlossen. Also haben wir hier Duisburg, dann geht es ja hier über den Abzweig nach Oberhausen. Hier haben wir den Güterbereich Oberhausen oder hier nach Mülheim. Ich habe ab und zu mal eine Station ausgelassen, weil einfach vom Platz her, weil das Format nicht 1:1 ist, das heißt nicht, was in Real Life 100 Meter sind, sind hier auf der Map 100 Meter, sondern das ist halt einfach das Format von Transportfieber. Da musste ich halt die ein oder andere Station weglassen, das werdet ihr dann spätestens dann merken, wenn die Mitfahrten kommen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. So, hier oben geht's dann bis Förde, weiß nicht, wie man das ausspricht. Da werden dann die Züge enden, werden dann umdrehen und ja. Dann hier über Bottrop, Gladbeck gibt es dann noch die Strecke, die Güterstrecke, dann hier weiter Richtung Dortmund oder dann hier oben die S9 Richtung Hattern am See. Wer sich da auskennt, hier ist die Regio-Strecke, oh Gott, das weiß ich gar nicht. Die habe ich noch nicht. Ne, die habe ich noch nicht. Stimmt, ja, da ist normalerweise noch eine Regio-Strecke. Frag mich aber nicht nach der Nummer. Ich habe keine Ahnung, ich habe meinen Plan gerade nicht offen. So, dann von Mülheim geht es natürlich weiter Richtung Essen. Das sind hier, falls ihr euch wundert, wirklich unglaubliche 3 Bahnhöfe. Hätten wir auch in 2 machen können, aber ich wollte halt, wie es halt auch ein bisschen in echt ist in Essen, ich wollte die S-Bahn-Gleise kürzer haben und ja, da habe ich das einfach so gelöst. Hier auch wieder funktionierender Rangierbetrieb. Hier ebenfalls, das wird ziemlich lustig, kann man eigentlich sagen. So, von Essen geht es ja dann weiter, das überlege ich auch noch umzubauen, weil damals gab es die Flying Junction noch nicht und die gibt es jetzt, dann kriege ich das ein bisschen kompakter hin, das überlege ich mir aber noch. So, von Essen geht es für die Fernzüge dann hier hoch Richtung Gelsenkirchen, Herne, da habe ich dem letzten erst Wanne-Eickel hier umgebaut. Auch zu einem Kurvenbahnhof. Wir haben hier den riesen Güterbereich von Wanne-Eickel. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen. Und das sind alles Spitzkehren. Das heißt, jedes Gleis ist von beiden Seiten befahrbar für die Güterzüge. Ja, das wird lustig. Dann hier nach oben nach Recklinghausen. Das ist dann für die S2. Die dann auch hier über, was ist das? Herne, genau. Über Herne, dann hier hinten rum über Mengede nach Dortmund kommt, aber nicht so schnell, denn von Essen gibt es auch noch ein paar andere Abzweige über Essen-Steele oder hier für die Fernzüge Richtung Bochum. Hier haben wir Bochum, da habe ich mich für einen Hochbahnsteig wirklich entschieden, denn da gab es dieses Gleisoverlay, wie es halt in Bochum ist. Und ich habe auch in Bochum gesehen, der ist halt ein bisschen erhöht, ist natürlich jetzt nicht so unterbaut. Da wollte ich anfangs den Neustädter nehmen, aber
der ist halt einfach zu kurz, weil dort halten ICEs, da können auch Doppeltraktionen ICEs jetzt halten. Also, ja, weil der Neustädter gibt es ja noch in nur 240 Metern. Deshalb habe ich mich halt für die, ja, für den, wie nennt man das? Moment. Ja, Elevated Train Station entschieden. Hier auch wieder, die S-Bahn ist so gut wie immer kürzer als der Hauptbahnhof. Finde ich einfach, macht noch ein bisschen was aus. Vom Auge her, was halt mich ein bisschen stört, sind hier die Luftlöcher. Aber da kann man eigentlich nicht viel machen. So, dann von Bochum geht es natürlich weiter hier zu dem nächsten riesigen Güterbereich, wo es dann einmal hier für die Fernzüge weitergeht. Ah, jetzt ist kurz das Spiel abgeschmiert. So, weiter geht's. Wo es dann für die Fernzüge hier weiter nach Dortmund geht oder hier über die Schleife für die Regios Richtung Witten. Dann hier die Aufteilung zwischen Güter und Personen. Dann haben wir hier das große Gütergleisvorfeld von Hagen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da habt ihr jetzt auch schon die Kameramitfahrt gesehen. Die habt ihr noch gar nicht gesehen, die wird noch kommen. Da habe ich mal das Kameratool ausprobiert, denn ich habe gestern mitbekommen, wie das funktioniert. Wenn es euch gefällt, könnt ihr da auch Feedback dalassen. Aber hier haben wir auf jeden Fall Vorwinkel, Vorwinkel ist woanders. Hier haben wir Vorhalle. Hier ein paar Flying Junctions drin. Yamaha Hauptbahnhof auch in zwei geteilt. Hier habe ich schon umgebaut zu der DKW-Steuerung. Ja, also Hagen hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann können wir ja gehen wir erstmal noch hier nach oben. Hier geht es dann einmal nach Schwerte. Und da geht es dann noch weiter nach Dortmund. Hier unten habe ich die Regio noch bis Hohenlimburg fahren lassen. Und wenn man von Hagen rausfährt, kommt man natürlich einmal hier über die S-Bahn. Trasse, die fährt in echt auch wirklich so dicht aneinander. Also man hat mir gesagt, das wäre unter 1 Kilometer hier dazwischen. Naja, gut. Hier haben wir ein paar Bahnhöfe drin. Ich glaube, Irgendwo ist, ich glaube hier, genau, Hevelsberg West. Hier haben wir dann noch für die Regios Ennepetal. Könnt ihr mal schreiben, wie man es ausspricht. Ja gut, schreiben bringt ja eigentlich nicht viel. Dann haben wir hier Schwelm, dann geht es hier weiter nach hier Wuppertal. Da muss ich mir dann auch noch was überlegen, weil hier möchte ich in Wuppertal noch die Steilwand hinmachen, wo ja dann etwa ab der Hälfte beginnt. Das sieht sehr cool aus, muss man sagen. Und natürlich auch Wuppertal gecurved. Wer sich wundert, ja, ich habe hier eine Station ausgelassen, einfach wegen Platzgründen. Es geht einfach nicht. Ja. Dann hier unten geht die S7 weg. Wenn das Spiel mitmacht, genau. Ja, die S7 schlängelt sich dann hier ein bisschen durch. Über Remscheid, das müsste, glaube ich, das sein. Genau. Über Remscheid geht es dann rüber nach Solingen. Hier ist Solingen Hauptbahnhof. Und da haben wir dann noch die Strecke der S9, die sich auch hier so ein bisschen durch die Prärie schlängelt. Es sieht echt sehr schön aus, vor allem wenn dann später noch die Verzierung kommt mit Büschen, mit Bäumen, mit Bergen und das Ganze. Da benutze ich dann noch Google Maps und versuche dann so ein bisschen auch die Berge noch nachzubauen. Hier haben wir noch die Strecke über Vohwinkel rüber nach Gruiten und die Strecke nach Duisburg. Ach Quatsch, Düsseldorf. Und hier, wie gesagt, die Strecke nach Solingen, dann kommt hier, glaube ich, irgendwas so ein Abzweig, wo dann auch, ich glaube, die S1 kommt da? Ne, die S1 kommt hier oben. Ich weiß gerade nicht auswendig, ich habe den Plan gerade nicht vor mir, aber auf jeden Fall geht es dann hier nach Köln und dann wird es in einem Video später mal hier einen Schnitt geben und dann wird es auf die Köln-Map übergehen, aber das werdet ihr dann alles noch sehen. Was habe ich vergessen? Hier die S6 noch, die von Essen über Essen werden. Dann haben wir hier noch Mülheim an der Ruhr Süd. Okay, ich glaube, den habe ich noch nicht umbenannt.
geht es dann auch hier über Ratingen und Rath nach Düsseldorf rein. Hier habe ich auch schon so ein bisschen versucht, die Landschaft nachzubauen. Ja, wer hier aus der Gegend kommt, hier ist ja der Stausee, kann ja mal sagen, ob das einigermaßen gut gelungen ist. Ich habe mir das mal von Google Maps abgeschaut. Ich habe auch schon bei der ein oder anderen Mitfahrt gehört, dass es doch schon ziemlich real wäre, der Gleisbau. Und ich habe ja auch die ganzen Gleisgeschwindigkeiten nachgebaut, wer es noch nicht weiß. Also bei mir fährt jetzt kein Zug in einen Bahnhof rein mit, sagen wir mal, 160 oder so. Da sind natürlich überall Geschwindigkeiten gesetzt, ja. Wie man es hier sieht. Die Ferngleise mit 140, die S-Bahn-Gleise mit 120 als Beispiel jetzt. Güter 80, das ist eigentlich schon viel. Also mich hat es wirklich geschockt, als ich das gesehen habe, wie langsam die Güterzüge bei euch im Rhein-Ruhr-Gebiet fahren. Also 80 ist da eigentlich schon viel. Wenn man jetzt mal das vergleicht, glaube ich, mit hier oben. Genau, hier oben war überall 60. Und in irgendeinem Vorfeld war auch irgendwo nur 40. Na, hier war auch nur 60. Wo war denn das? Hier? War hier 40? Na, okay, hier war auch 60. Aber ihr seht, Gleichgeschwindigkeiten beachtet, dafür habe ich die ein oder andere Webseite. Deshalb dauert auch der Bau so lang. Das ist einer der Gründe, weshalb ihr euch so lange gedulden müsst. Aber ich hoffe, die Livestreams machen trotzdem Spaß. Und ja, das ist mal ein grober Überblick über die gesamte Map, damit ihr mal den Gesamtüberblick seht. Ab sofort werden dann nur noch kurze Infovideos kommen, was denn in einer Woche gebaut wurde. Wenn in einer Woche nichts gebaut wurde, dann kommt auch kein Video. So habe ich das jetzt mal beschlossen, aber das Video kommt auf jeden Fall samstags oder sonntags. Ja, ich hoffe, die Map gefällt euch. Ihr erkennt einiges wieder, hoffe ich zumindest. Und falls ihr hier aus dem Bereich kommt, dann könnt ihr jederzeit mir schreiben, falls ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr irgendwelche Bilder habt oder des Weiteren. Ich bräuchte dann auch noch das ein oder andere Bild von einem Repaint, denn ich möchte natürlich auch die originalen Züge hier drauf schicken auf die Map. Und dazu bräuchte ich noch das ein oder andere Bild. Also wer hier aus dem Bereich kommt, kann sich ja gerne mal kurz in den Kommentaren melden. Das wäre ziemlich cool. Dann bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei dem nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.